Zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Project. Halleluja, es kann weitergehen. Denn wie ihr seht, seht ihr was? Beziehungsweise, also ihr seht nicht, dass ich war, also ihr wisst ja, was meine Probleme waren. Nämlich, dass ich hier nichts gesehen habe. So, ihr habt was gesehen, aber ich habe nichts gesehen. So. Jetzt sehe ich aber endlich wieder was und ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Wer meine letzten Folgen gesehen hat, der weiß, was los war und jetzt kann ich euch so viel sagen, es kann weitergehen. Um das Ganze nochmal kurz zu resümieren, wo wir stehen geblieben waren. Wir haben einen Auftrag bekommen für einen gewissen Konstantin, die so eine komische Kathedrale zu besuchen und da einen Edelstein zu stehlen, der sich das Auge nennt. Aber um in diese Kathedrale reinzukommen, müssen wir vier Talismane besorgen. Und wir sind gerade dabei, den ersten zu besorgen, nämlich den Erdtalisman. Den müssen wir aus den Magiertürmen hinausholen. Aber um in diesen Magierturm erstmal reinzukommen, mussten wir vier Schlüssel finden und so weiter und so fort. Das können wir alles in meinen damaligen Folgen sehen. Mal kurz hier reingucken, was das ist. Wie sammle ich das denn ein? Mit Rechtsklick, sehr schön. So like we once were, are these who now inhabit this land. They are the Chrysalis that shall become, we have adopted this, bla 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 bla. Ja, ist sehr schön. Habe ich, glaube ich, weggeschmissen, weil ich es nicht mehr brauche. So, wir sind tatsächlich jetzt in dem Magierturm, in dem Hauptturm drinne. Die Maps könnt ihr unten in der Videobeschreibung finden. Da packe ich die immer rein. Und theoretisch könnte ich jetzt eigentlich direkt hoch und mir den Erdtalisman holen. Das wollte ich aber noch nicht. Ich wollte hier gerne noch ein kleines bisschen erkunden. Und ich habe ja auch noch nicht alle. Das funktioniert nicht. Ich muss erstmal die Steuerung wieder reinkriegen, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Ich hatte Schlüssel dabei, richtig? Ja, hatte ich. Kurz gucken, ob ich die da irgendwie benutzen kann. Ja, den sowieso nicht. Treasure Key. Ups. Ah, Bingo. Ich glaube, hier war ich schon. Ich bin mir nicht sicher. Ach so, hier komme ich nach oben, ne? Ja, hier komme ich nach oben, das wollte ich ja gar nicht. So, wie mache ich, wie gehe ich denn jetzt meine Dingsbums hier durch? Meine 1, 2, 3. So, das ist mein Schwert, das ist mein Knüppel. Das sind die verschiedenen Pfeile. Moospfeil, Gaspfeil, Seilpfeil. Okay. Und mit F4 und F5 kann ich zwischen den Dietrichen wechseln. Das ist auch wunderbar. Sehr gut. So, jetzt bin ich in der Story wieder so halbwegs drin. Ich weiß nicht, ob ich hier schon alle Wachen ausgeschaltet hatte. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ich glaube, hier vorne habe ich mich zuletzt umgeschaut, weil ich hier einfach die Möglichkeit hatte, was zu sehen, weil hier überall die Fackeln sind. Okay, war hier noch was? Nee, den hatte ich ausgeschaltet. Ist hier oben noch irgendwas zu holen? Nee, auch nicht. Guck ich mal. Ich traue mich gerade nicht da reinzugehen, aber ich glaube, ich weiß auch, wo die Bibliothek ist. Und, ach so, schleiche ich. Okay. Ich meine hier irgendwo. Oder auch nicht. Bin ich denn jetzt blöd? Wo geht's in diese doofe Bibliothek? Da nicht. Nee, da war ich ja gerade. Aha. Hier. Sehr schön. So this is where the mages hide their dirty little secrets. Ich liebe diesen Satz einfach. Ich finde den so gut. Zu Deutsch, hier ist also der Ort, an dem die Magier ihre kleinen schmutzigen Geheimnisse verstecken. Jetzt haben sie natürlich gesehen, dass die Tür offen steht. Kann man
uns aber erstmal herzlich egal sein. Ich möchte ganz gerne, ist das eine Fackel? Das ist eine Fackel. Dann würde ich die ganz gerne eben ausmachen. So, dann kann mich zumindest mal keiner mehr sehen hier. Zumindest nicht, solange ich mich wenig bewege. Es hört sich an, als käme hier jemand sehr nah. Ah, wundervoll. Hallo, Wasserfallen. Ich möchte aber gerne den Knüppel weiter in der Hand behalten. Liegt da noch was drauf? Feel the countless waters, see the vast earth and burn in eternal fires. Ach so, okay, die hatten mich gar nicht gesehen. Die brabbeln nur die ganze Zeit irgendwas vor sich hin hier. Feel the countless waters, see the vast earth and burn in the eternal fire. Ja, 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 bla, bla, bla. Da ist nichts drauf. Ich glaube, die sind da unten, oder? Ja, die sind da unten. Deswegen höre ich die ganze Zeit. Das ist leider eine Lampe, die ich nicht ausmachen kann. Was haben wir hier? Notes from Council Session on the Inner Circle. I might Jawu Ibn Lani, the water tower will be closed until further notice due to flooding. All future experiments using water elemental are forbidden. By mutual consent of the inner circle until we can devise stronger walls. Okay, also im Endeffekt steht hier nur, dass, ups, ist egal, dass irgendwelche Experimente jeglicher Art mit Wasserzaubern erstmal verboten sind, bis sie strengere Sicherheitsmaßnahmen gefunden haben. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Puh, Schwein gehabt, sie sehen mich nicht. Puh. Okay, wo packe ich dich im besten Fall hin? Ist der wieder runtergegangen? Ist der wieder runtergegangen? Bitte sag mir nicht, dass er zurückkommt. Hierher? Kommt er zurück? Schmeiß dich einfach erstmal hier hin. In dem Fall, dass der nochmal zurückkommt, wird er mich wahrscheinlich sehen. Dann muss ich versuchen, ihn so schnell wie möglich auszuschalten. Erstmal, wie viele Wasserpfeile habe ich noch? 10 Stück, das sollte reichen. Okay. So, okay, sieht aus, als wäre er wieder runtergegangen. Dann sollte ich das vielleicht auch mal tun. Möglichst so, dass mich nicht keiner sieht. Oder sind das nur die beiden? Weil dann würde ich kurz warten, bis der wieder hochkommt und dann kann ich ihn kurz umhauen und habe meine Ruhe. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Ich weiß halt nicht, wann der wieder hochkommt. Ja, 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 ja. Okay, komm schon. Ach, ich möchte gerne in die untere Etage, mein Freund. Jetzt mal ganz kurz gucken. Ich glaube, R? Nein? Hier? Objects. Objectives. Steal the Earth Talisman. Escape from the Mage Tower. Ja, gut, okay, im Prinzip habe ich alles gemacht, was ich machen musste, aber ich habe halt einfach noch nicht alles erkundet, das war das Problem und das möchte ich aber ganz gerne. So. Gut, ich glaube, das waren die beiden, die hier rumgewatschelt sind. Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch irgendwer ist. Ich würde aber ganz gerne mal schnell speichern auf F9, F10. Wartet ganz kurz, oh mein Gott. Options, Controls, Customize Controls. Muss mal ganz kurz schauen. Ich weiß.
weiß nicht, wo ich mein schnell speichern und schnell laden habe. Ich will jetzt nicht das Falsche drücken. Ich versuch's mal ganz kurz. Okay, wartet, wartet. Ich gehe mal F12. Ja, kleinen Moment. Ja, also ich würde sagen, F12 war offensichtlich nicht schnell speichern, sondern schnell laden. Ja, gut, was soll's, jetzt bin ich schlauer. Hier, das muss ich euch kurz zeigen, das ist mega gut einfach. Hier sind 4 Statuen drin. Und diese 4 Statuen sprechen mit einem, wenn man sie anspricht. Aber das Besondere an diesen Statuen ist, dass sie nicht einfach nur irgendwie sprechen, sondern... Naja, hört selbst. Do not let fear control your path, Garrett. Ja, die geben einem mehr oder weniger Ratschläge, aber sie sprechen einen mit Namen an und das finde ich ein bisschen creepy. Sie haben mich halt Garrett genannt. Deception is your power, Garrett. Also das hier war offensichtlich Wind, das hier hörte sich nach Feuer an. Was ist das hier? Betrayal will force you to see, Garrett. So viel wie Verrat wird dir die Augen öffnen. Greed shall be your undoing, poor Garrett. Ja, und dass meine Gier quasi mein Untergang sein wird. Was hat der hier nochmal gesagt? Do not let fear control your path, Garrett. Ja, dass ich mich nicht von meiner Furcht leiten lassen soll. Und noch irgendwas. Deception is your power, Garrett. Irgendwas ist meine Stärke. Ich habe nur nicht ganz verstanden, was er damit meinte. Ich muss nochmal gucken, was das Ganze auf Deutsch heißt. Ich gucke einfach mal. Ich schaue nach, was das auf Deutsch heißt und werde euch das dann hier versuchen einzublenden. Menge zu lesen. Necromancy. Oh, 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 oh. Hier interessiert sich jemand für die Nekromantie. Das ist, glaube ich, nicht gut. Mastery of water requires that you return to the ways of your beginning. For 9 moons you lived in water and then were born to a world of air and earth. You are forgotten your past, but we will teach you to remember. By the way, mortal thoughts of breath and discover the ways of the sea. Do not walk the path with your limbs. Instead, allow your body to flow within it and become part of it. Until you have gained full mastery of water, return to the air. Oh, adept and cherish its protective succor. In time you will feel the warm embrace of water, traversing the entire system without need of breath. Whatever. 8 old men up in the tower, 8 old men, only one with power. Turn away from the hand with the sword, count 7 and you find reward. Ja, das schöne Gedicht, was wir auch schon gefunden hatten. Aber offensichtlich gibt es hier nichts mehr zu holen. Gehe ich noch einmal einen weiter runter? Okay, hier scheint aber noch irgendwer rumzulaufen, deswegen mache ich mal kurz ein bisschen dunkler. Ja, hier laufen noch welche rum. Okay. Umschauen hier. Das sind alles Lampen, die ich nicht ausmachen kann. Das ist ganz furchtbar. Hier ist nichts drin. Wie sieht's hier aus? Ach, da kommt er. Okay. Oh. Hui. Ah, das sind wieder 2. Okay. Lauf die hoch. Offensichtlich laufen die nicht hoch. Ist er!
Holy. Return to the eternal fire. Oh nö, nö, nö. Ich will aber nicht. Autsch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, ich, Oh doch, und ob ich das kann. Okay, jetzt war ich wieder ein bisschen zu voreilig, leider. Muss ich ja zugeben. Aber... Wo ist der? Ach, der läuft wieder zurück, okay. Ja, wie gesagt, hier war ich wieder ein bisschen zu voreilig, aber na gut. Der weiß jetzt zumindest, dass ich da bin, ist so ein bisschen vorsichtiger vielleicht, aber ansonsten kann ich hoffentlich noch in die unterste Etage gehen, um mich da nochmal ordentlich umzuschauen. Eine Bibliothek ist natürlich nicht, also ich bitte euch Leute, ihr könnt mir nicht vorwerfen, dass ich mich hier in der Bibliothek umschaue. Weil Bibliothek und so. Mann, wer mich kennt, der weiß es. Oh, hi. His winds blow quickly. You cannot run from your fate. Komm, lass uns ein bisschen tanzen. Oh. Puff, okay, geschafft. Das waren offensichtlich zwei Windmagier. Aber zum Glück ausgeschaltet. Und nicht länger von Bedeutung. Jetzt schaue ich mich hier hinten nochmal genau um. Muss ich eigentlich nicht mehr schleichen, wenn die nicht mehr hier sind. Oh, schau eine an. Noch was zum Mitnehmen. Wundervoll. Ich hoffe, es ist euch jetzt nicht zu dunkel. Ich habe die Testaufnahme jetzt leider nicht nochmal angeguckt, in Bezug auf, wie dunkel es bei euch ist. Aber ich hoffe einfach mal, dass es halbwegs in Ordnung ist bei euch. Ich glaube aber, hier ist nichts mehr. Ne, hier war nichts. Hier auch nicht. Gut, dann gehe ich jetzt wieder runter. Beziehungsweise gehe noch einmal ein Stockwerk weiter runter, so. Oh, hier scheint aber auch nichts mehr zu sein. Zumindest läuft hier keiner rum. Okay, hier sind aber zwei Türen. Diesen Türen werde ich mich aber im nächsten Part widmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, dass es endlich weitergehen kann. Und ja, ich würde sagen, schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, denn da sind wie immer wichtige Links drin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!